Wir haben jetzt hier jeweils 850 Gramm Äpfel. Die haben wir einfach nur geschnitten und geviertelt. Mmh, total lecker. Dann haben wir hier Zimtstangen. 3 Zimtstangen und eine halbe. Ein paar Nelken. Wie viel waren das? 500 Gramm, ne? 400 Gramm Zucker. Feinsten Rohrzucker. Vanilleschote. Und das Wichtigste, klaren. 38%ig, damit wir den Likör nachher auch schön abschmecken können. Und dann würde ich sagen, du übernimmst mal und wir füllen das alles ab. Das ist ein Glas, hier passt, glaube ich, ein guter Liter rein. Dann füllen wir als allererstes die Äpfel. Dass die übrigens so braun werden, ist nicht schlimm. Die werden nachher in dem Alkohol noch mehr anbräunen. Aber das tut weder dem Geschmack noch der Qualität einen Abbruch. Das haben wir jetzt einmal vollgemacht. Dann haben wir hier 400 Gramm Rohrzucker. Den füllen wir jetzt oben rauf. Habe ich den ein bisschen gekleckert. Machen wir gleich sauber. Das Wichtige ist nämlich, damit das nachher keine Luft zieht, dass das richtig sauber ist. Den schütteln wir jetzt gleich einmal durch. Der wird dann gleich vermischt. Dann haben wir hier Zimtstangen. 3 und eine halbe. Und wir haben Nelken. 14 Nelken uns bereitgelegt, denn die kommen jetzt auch gleich mit rein hier in das Glas. Das stapeln wir immer so ein bisschen rein. Ist gut. Und die Nelken oben drauf. Oh, hier kommt schon ein geiler Geruch raus. Schade, dass das noch kein Geruchsfältchen gibt. So, genau. Dann haben wir jetzt die Nelken drauf und dann kommt noch die Vanilleschote, denn wir wollen Zimt- und Vanillearoma da drin haben. Ich tue das Glas eben mal kurz beiseite. Und die ritze ich jetzt hier an. Man könnte theoretisch nur das Mark rausnehmen und das mit drin verteilen, aber ich lasse die ganze Schote im Glas drin. Schön vorsichtig, dass man sich nicht verletzt. So sieht sie dann von innen aus. Total lecker. Also der Geruch, der hier aufsteigt, das ist einfach nur eine Freude. So, die kommt jetzt auch noch oben rauf. Genau, ich hole mir das Glas einmal ein Stückchen dichter. Weil jetzt kommt dann der klare oder der Korn hier oben rein. Das ist 38%iger, man könnte auch 32%iger nehmen, aber bei 38% hat man mehr Möglichkeiten, den Likör im Nachgang abzuschmecken und zu verfeinern. So. Oh, gleich ist er voll. Und den kleinen Schluck, den lasse ich für mich. Muss ja kosten, ob der schmeckt. Mmh, lecker. Der ist gut. So. Dann kommt der Schraubdeckel oben rauf. Schön zumachen, einmal schütteln. So, das Glas, das lassen wir jetzt 5 bis 6 Wochen stehen, damit sich das schön das Aroma verteilen kann. Zwischendurch immer mal schütteln, damit der Zucker sich auflöst. Und danach wird er dann filtriert. Das zeige ich euch aber im nächsten Video.